Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute mal auf der Map Factory mal wieder, 4x2. Die mochte ich eigentlich letztes Mal ziemlich und ja, warum nicht, ne? Genau, mit mir alleine wieder, das macht ja nichts. Auf jeden Fall spielen wir halt Factory. Die Map ist eigentlich ziemlich cool. Letztes Mal habe ich die Runde dann ja quasi alleine gewonnen gegen das eine Team da. Das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Für euch war es, glaube ich, erst vor... Also nee, das ist ja schon eine Woche her. Stimmt. Ja, tut mir nochmal leid an dieser Stelle. Ich hoffe, euch gefällt es, dass jetzt wieder jeden Tag ein Video kommt. Ich versuche mich da so zu bemühen, wie ich nur kann. What the fuck, was rede ich denn da? Wieso habe ich auf der Map Factory noch keinen Rekord? Ich habe die letztens gewonnen. Ihr könnt mich doch jetzt hier nicht verarschen, Team Gomma HD LP. What the fuck? Leute, was ist da los? Mit dem Bed Wars und so. Es gibt jetzt bald auch dieses Clan-System auf dem Gomma-Server. Dazu müssen wir nur Premium sein. Dann wird es den Copsup LP Clan geben, dem ihr alle beitreten könnt. Also, wenn ihr da wollt, muss ich euch halt... Das ist das einzige Doofe. Falls es Gomma mal sehen sollte. Also, das Server-Team. Wäre irgendwie cooler, wenn man den Clan noch so auf öffentlich stellen könnte, sodass jeder beitreten könnte. Das wäre echt cool. Also, dass man halt die Wahl hat zwischen entweder... What the fuck, was macht der denn da? Ich dachte, ich habe einen coolen Mate, der sich jetzt auch mal dahin baut. Aber irgendwie ist das nicht so. Jetzt komm, mach schnell. Dass man so die Wahl hat zwischen öffentlichem Clan oder einem privaten Clan. Wo man bei einem... Junge! Alter, wäre ich mal lieber in Team Grün gegangen, Junge. Dass man so die Wahl hat zwischen einem öffentlichen Clan oder einem privaten Clan halt, wo man dann entweder Mitglieder reinpacken, also automatisch reingehen lassen kann, oder wo man halt mit einer Einladung die da rein hat, so wie bei GTA zum Beispiel die Crews. Das ist ganz cool, wäre das, wenn das Gomme-Team das so machen könnte. Dann wäre das Clan-Prinzip für mich echt perfekt. Weil, ich weiß sowieso nicht, wie viele bei uns in den Clan rein wollen. Es gibt natürlich mehrere Clans, in die man rein kann. Vielleicht wollt ihr auch einen eigenen haben. Wobei ich es schon ganz cool fände, wenn ihr alle in unseren Clan reinkommen würdet. Also nicht alle, aber so ein paar, das wäre echt ziemlich fresh, wäre das, glaube ich. Du kickst mich hier nicht, Boy. Okay, du kickst mich doch, aber du bist auch down. Aber du hast meine 4 Gold gerade, zerstört. Ach, scheiß Rückstoßknüppel, Alter. Alter, unser Hantesoldat, jetzt geht er aber ab, ey. Ohne Spaß. Erst habe ich mich über ihn beschwert, aber jetzt ist er schon ganz schön am Racken. So, das Team ist kaputt. Ich habe keine Blöcke dabei. Das ist doof und mies zugleich. Ich warte einfach. Vielleicht kann ich hier eine Fuhre Gold snacken. Ich schreibe schon mal Achtung, weil der kommt jetzt eh wieder von da oben. Achuden. So, das war es mir wert, mich zu opfern für den voll equippten Roten. Das hat sich auf jeden Fall, glaube ich, gelohnt. So. Achuten. Kann es sein, dass der einfach irgendwie nur bei mir laggt oder so? Boah, Junge, ich bin ein richtiges Kamikaze-Kommando heute. Wie ich die einen nach dem anderen mit so richtig geilen Moves runter snail die Däge. Das ist schon lustig. Das ist schon witzig, tatsächlich. Und da kommt der nächste, ey. Dem gebe ich seine Chance, sich zu bewähren. Achtung! Boy. Achtung. Mal, warum kann ich denn Achtung nicht richtig schreiben? Was ist denn da so schwer dran, Torben? Ich verstehe das gar nicht. Oh Gott, das war richtig knapp, Alter. Hi. Gerade zugebaut. Du kommst circa 2 Sekunden zu spät. Du kommst genau 2 Sekunden zu spät. So. Das wollte ich dir nur klarstellen. Das Bett von Team Rot wurde zerstört. Das ist doch auch schon mal eine gute Nachricht. Jetzt würde ich sagen, heißt es ab in die Mitte, ohne irgendwas, einfach nur zum Halten. Wow, dieser Skill. Oh nein. Das ist doof. Nein, Moment, das sind 2er Teams. Mein Boy soll kommen, Alter. Dann können wir direkt zu Team Grün rennen. Geh kaputt hier. So, jetzt haben wir zumindest schon mal wieder einen Durchgang, falls er keine Spitzhacke dabei hat. Oh mein Gott, was liegt hier bitte an Gold? Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Ich bin dann mal wieder weg, ey. Ohne Spaß, was ist denn da los? 11 Gold einfach.
Die hat auch schon lange keiner mehr eingesammelt. Komm, mach. Ich brauche meinen Bogen. Und ein Eisenschwert. Jetzt können wir ficken, Leute. Jetzt können wir ficken. So. Unsere Base ist in Sicherheit in meinen Händen hier. Jetzt brauche ich noch Essen. Und Blöcke. Hier, Boy. Hier, kauf dir was davon. Wenn es geht. Equip dich so, dass wir die schön zerstören können. Okay, und dann müssen wir ganz schnell wieder ein bisschen die Mitte halten. So dass die uns gleich nicht ficken können. Mit gleichem Equip oder besserem Equip. Eben noch hier die Chestplate gönnen. So, ich sehe das. Ich sehe das. Diese Runde wird was. Aber Team Grün hat sich tatsächlich lange gehalten, muss man sagen. Also als letzter mit. Hat auch ein Team zerstört tatsächlich. Also Team Grün ist, gegen Team Grün ist diesmal echt nichts einzuwenden. Gefällt mir soweit ganz gut. Hi. Also, mein lieber Mitspieler, falls du ein Tutorial brauchst, so macht man das professionell. Oh nein, er geht drauf. Ich sehe das kommen. Vielleicht kann ich ihn ja verarschen hier so ein bisschen. Vielleicht kann ich auch einfach sein Bett kaputt machen gehen. Das weiß man natürlich nicht. Ich will nur nichts hier über Gewagtes wagen. Du hast ja ein... LOL! Bitte was? Was? Ja, nee, ist klar, Alter. Ich wette, das ist eine richtige Humako-Aktion. Okay. Leute, dann gibt's jetzt schon den kleinen Kopf ab LP. What the fuck? Alter, jetzt habe ich eine richtig coole Idee. Man kann einen da ja auch noch mit zum Gründer machen. Das wäre cool, wenn ihr dann, also wahrscheinlich du, Humako, wenn du uns dann zum Gründer auch machen könntest, also zum Leiter, Concentration Torm, zum Leiter auch machen könntest, weil dann könnten wir nämlich den Clan mitverwalten und dann machen wir solche, sag ich mal, Einladungsminister könnten wir auch machen. What the fuck, das wäre richtig nice. Dass dann dieser Einladungsminister zum Beispiel genau, dann machen wir das so, nee, nicht ein Formular, aber dann könnt ihr zum Beispiel auf unserer Website solche Sachen, schreiben, dass ihr in unseren Clan wollt oder in die Kommentare halt, das ist ja nein, shit, dass ihr halt in unseren Clan wollt und dann gucken sich diese Einladungsminister das mal irgendwie alle 2 Tage an oder so. Oh nice, er hat uns beide, ey. Und dann laden die halt immer wieder neue Spieler ein. Und dafür würden die halt dann einen höheren Rang bekommen und so. Das wäre doch alles ziemlich fresh, glaube ich, ne? So, los geht's. Ich weiß halt nicht, was für einen Rang man zum Einladen von anderen Spielern braucht. Ich hoffe, man braucht ja nicht auch den Gründerrang. Das wäre doof. Aber ich denke, der Gommes-Server hat das schon ziemlich fresh gemacht in der Hinsicht. So, muss ich dich jetzt von deiner eigenen Base runterschubsen, ne? So sieht's aus, so muss ich das machen. Alles klar. So. Der eine hat den aber auch irgendwie verlassen. Der ist einfach zur anderen Base gerannt. Naja, egal. So, also das wird doch ziemlich fresh. Also ich werde die Einladung gleich auf jeden Fall annehmen. Dann müssen wir kein Premium mehr sein. Und dann mit diesen Einladungsmissionen, das ist echt eine coole Sache. Das machen wir natürlich auch dann. Aber einfach, dass ihr euch auch gegenseitig so in der Community helfen könnt und euch gegenseitig so einladen könnt, das ist doch echt ziemlich fresh. Das ist echt eine coole Sache, fällt mir gerade so auf. Also falls ihr das wollt, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Ich kann gar nicht mehr reden hier. Ich fände das, glaube ich, echt ziemlich fresh, wenn wir das so machen könnten, weil auch das gefällt mir dann so zu sehen, wie sich unsere Community gegenseitig halt so hilft bei solchen Sachen und wir einfach noch mehr so zusammenwachsen können zu einer Community. Fuck. Das wäre echt, Alter, ich fände das mega geil, wenn das alles so funktionieren würde. Das wäre echt ziemlich, ziemlich krass. Also, falls ihr Bock drauf habt, ne? Wir können dann ja auch so, oh mein, Alter, das ist mega, wenn man kann dann so, ich kann dann solche Bewerbungen zu diesem höheren Posten, Bewerbungsphasen zu diesen höheren Posten machen. Mit Tobi und Flo. Boah, Junge, das ist richtig fresh. Wenn wir das so umsetzen können, ey, das wäre mega. Stell dich mit deinem Bau lieber in Sicherheit, dieser Schutzwall.
dieses Schutzwalls. Kauf dir erstmal eine gute Rüstung, Boy. Boah, Junge, ich hab... Junge, Jungs, ich hab mega Bock auf diese Kacke. Das wird einfach mega geil. Ja, ich bin jetzt einfach nur noch am Schwärmen davon. Also wenn ihr Bock drauf habt, joint einfach dem... Also, nee, ihr könnt ja gar nicht so joinen. Ihr müsst dann halt warten, bis wir diese Regelung das erste Mal machen. Dann können wir loslegen. Ja, ja. Der Süße. Mann, was hat denn der Hunter-Soldat gemacht? Wenn der einmal einen Bogen hat, dann wird er aber auch zu überheblich und geht einfach voll drauf. So, der wird jetzt erstmal richtig lange die Mitte bekämpfen, habe ich das Gefühl. Bis der genug Gold hat für Enderperle und Co. Was schon ziemlich low ist. So, haben wir schließlich auch nicht agiert. Aber okay, da muss er auch trotzdem noch durch mein Bett, durch unser Bett durchkommen. Ich glaube, erstmal baue ich wieder die Scheiße hier ab. Die lädt nämlich dazu ein, dass man hier einfach zubauen kann ein. Und das gefällt mir nicht so. Man spawnt dann hier auch viel zu engen Raum irgendwie. Man muss sagen, er hat tatsächlich Skills, dieser eine Boy. Sam, irgendwas. Okay, jetzt können wir. Oh, der ist so ein... Nice, Alter, da haben wir ihn ausgetrickst. Mit meinen ultimativen Skill-Moves. Einmal stehen bleiben und dann weiterrennen. Richtige Skill-Moves, Leute. Falls ihr ein Tutorial von denen haben wollt. What the fuck, ey. So, komm doch in die Mitte, du Süßer. Komm her. I'm waiting for you. Er ist einfach runtergesprungen. So, komm her. Ich weiß doch, dass du kommen willst. Du bist doch der Sam. Du willst mich töten. Ich weiß das. Jetzt habe ich mich verraten, aber... Boah, aber mir war das irgendwie zu unsicher, die ganze Zeit so einfach nur dazustehen und nichts zu sehen. Hier baue ich mir jetzt nochmal eine Wand. Dann baue ich mir die Wand noch eine höher. Oh, hi. Hi. Hi, it's Sam. Nee, es ist ja gar nicht it's Sam. Es ist einfach nur Sam. Oh, hi. Ich weiß nur nicht ganz genau, wie wir das jetzt angehen sollen. Au. Ich müsste irgendwie wegkommen, damit ich mir einen Bogen kaufen kann, aber leider kann ich nicht wegkommen. Weil der Sam, der ist eine kleine Nudel und bekämpfte gerade unseren Weg, sowie die Mitte. Das heißt, wir ziehen jetzt einfach mal... Ne, wir ziehen kein Dach über die Mitte. Wir brauchen einfach nur so einen Rückzugsort, wo wir uns drunter verstecken können. Hunter-Soldat ist down. Ich habe noch volle Leben. Ah, er schießt jetzt von da. Das ist gar kein Problem, da können wir was gegen machen. So. Da kommt er jetzt nicht mehr durch. So. Jetzt können wir hier sicher immer Gold holen. Und uns dann auch wieder zurückziehen. So wie das sein muss. Jetzt wird er wahrscheinlich da offen machen, ne? Das wird, ach, guck mal. Alter. Oh, jetzt nervt's. Oh mein Gott. Leute, what the fuck, wie ich den gekommen... Alter. Leute. Wie krass habe ich den denn gekommen, Bud? Yo. Ich schreibe schon mal, ja. So. Ja, Leute, also falls ihr das mit dem Clan genauso haben wollt, dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Ich würde mich echt drüber freuen. Wir sehen... Achso, falls es euch dann gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Ich hoffe, wir schaffen so 100 Likes auf dieser Folge. Und falls ihr Bock auf mehr habt, abonniert einfach. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Solange, haut rein und ciao.